Ich dachte ja, es wäre ein Padlock-Key. Sure. Three bomb. Da? Pusta. Хорошо, хорошо. Oh, nice. What? Okay. Da? Хорошо, хорошо. Nicht nice. Хорошо, хорошо. With you. Wir müssen sowieso auch in irgendeine Richtung weiter. Ich glaube, nach unten wollten wir weiter. Deswegen könnt ihr beide schon mal runterkommen. Und wehe, ihr explodiert jetzt irgendwo. Hab ich ein bisschen Angst vor. Fröhliches Looten und dann BAM! Alle tot. Check du mal hier, ob es noch Schlüssel gibt. Habe ich mir gedacht. Die Muni lassen wir auf gar keinen Fall hier liegen, diese hier. Aha, okay. Schauen wir mal eben ganz kurz Inventar durch. Der hat noch einen Platz frei. Der nicht. Dann nimm du mal die Maske schon mal mit. Ich weiß noch nicht, wann und wo wir die brauchen. Aber die brauchen wir bestimmt irgendwann mal dringend. Du hast gar keinen Platz, du sollst aber die Muni auf jeden Fall haben. Du hast auch gar keinen Platz. Du hast Möglichkeiten, Platz zu schaffen, indem du das hier nämlich Eis gibst. Dann kannst du nämlich schon mal von Static dir diese Muni rübergeben lassen, indem ich diese Taste drücke. Richtig, das war's. Dann kann Static nämlich noch mehr Muni für seine große Knarre mitnehmen. Das ist mir sehr, sehr lieb. Das sind auch gleich zwei Boxes. Oh, sehr schön. So, dann haben wir hier noch eine Bum-Bum, noch so ein Ding und nochmal Explosions-Bum-Bum. Das wollen wir nicht. So, ich würde sagen, das war loot-mäßig eine sehr gute Idee, diesen Sektor einzunehmen. Wir müssen nach unten weiter. Dann würde ich fast sagen, fangen wir nachher hier an. Und so langsam könnten meine Wachen mal kommen. Wir haben ja nun auch lange genug rumgeleiert hier, oder? Was macht ihr denn da für einen Quatsch? Wie stellt ihr euch da denn schon wieder auf? Das geht ja nun gar nicht. Optionen, Quick Save. Dass die Wachen noch nicht da sind, ist zwar ärgerlich, aber ich würde fast schon vorschlagen, wir gehen trotzdem schon mal weiter. Wieso? Ich habe vergessen, die neuen Tapper einzustellen. Schön. Was? Wieso kann ich hier nicht traversen? Wahrscheinlich stehen wir da irgendwo in einem Gebüsch drin. Ja. Ach du meine Güte, was ist das denn hier? Okay, hier stehen wir natürlich total blöd. Gut, hier könnten wir den ganzen Weg erstmal lang gehen, bis wir über den Baum sind. Und dann müssen wir hier runter und... Okay. Das ist auch wieder ein ungünstig aufgebauter Sektor, möchte ich das nennen. Na gut. Wir gehen mal einmal kurz diese Landzunge mit Ivan alleine auschecken. Wenn da Gegner sind, müssen wir die Leute nachholen. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da ist ja die Party erstmal big am Laufen. Das ist ja schon mal schön, wenn man zwei Gegner so gut gefunden hat. Das ging ja dann erstmal sehr, sehr zügig. Problem ist nur, dass wir jetzt hier oben so mitten auf einem großen Haufen stehen und die da eine Granate nehmen, da reinwerfen und wir ein Problem haben. Nö. Was? Achso, falsche Taste macht immer das, okay. Ach du Kacke. Was macht ihr da unten denn für eine Party? Ich könnte mit Static einen Schritt zur Seite gehen, also nach hier, und hätte da eine super Schusswinkel hier so zwischendurch. Das machen wir auch. Wir müssen uns nur merken, dass wir mindestens 4 zum Zurückgehen aufheben. Der Schusswinkel geht hier so durch auf den da.
Oh, nice. With you. Cool. Instant kaputt gemacht. Und jetzt gehen wir nämlich 4 wieder zurück und ducken uns. Und hoffen, dass die Gegner näher kommen. Okay, das hat Ivan getroffen, aber keinen Schaden gemacht. Damit kann ich leben. Damit kann ich auch noch leben. Der arme Ivan, das ist nice. Kuckuck. Ne, machen wir 2 Sechser. Hätten wir nicht machen sollen. Hätten wir nicht machen sollen. Wir sollten immer die volle Aufladung an Schuss machen. Yep, finde ich auch. Ivan, es tut mir leid, dass du Schaden genommen hast. Nice one. Hat noch mehr Granaten dabei. Alter Schwede. Gut, ich meine, 3 Schaden kann man nun wirklich verkraften. Aber leid tut's mir trotzdem. Was haben wir da unten alles hingelegt? Mehr 12G-Ammo? Oh, nice, wie viel das ist. Ich mache mir immer so viel Sorgen, mit dem da mit der großen Knarre zu schießen. Ah, wie schön. Gehen wir mal da runter. Und das Geile ist, dass wir die, ja, wir haben genug Muni dabei, wir brauchen das jetzt nicht aufsammeln. Ich will nur sicher gehen, dass da unten keiner mehr ist. Das tatsächlich das Geilste an der ganzen Geschichte ist, dass wir, oder nicht, dass wir, dass der Gegner, Ivan nur getroffen hat, weil er auf den anderen eine Granate geworfen hat. Muss man sich auch mal reinziehen. So, huch, ich habe aus Versehen einem unserer Gegner Schaden gemacht, weil ich Granaten nach dem anderen geworfen habe. Das einzige Problem ist, nein. Das wollte ich nicht. Das ist auch ein Problem, aber das war nicht das, was ich meinte. Das einzige Problem ist, dass dadurch natürlich seine Rüstung jetzt Schaden genommen hat und wir die auch bald schon wieder reparieren müssen. Das ist jetzt hier auch kacke. Wenn uns jetzt hier die Gegner vor uns entdecken, haben wir ein Problem. Aber das war echt gar nicht so uncool. War auch also gut, dass wir uns da unten diesen diesem Landzipfel erst noch genähert haben und nicht irgendwo anders eingestiegen sind. Das war schon richtig so. Ich hoffe, dass die letzten Gegner jetzt nicht irgendwie bei der blöden Hütte da unten sind. Denn dann müssen wir erst noch eine halbe Ewigkeit übers Eis schwimmen, übers Wasser schwimmen. Und da habe ich eigentlich gesagt, eigentlich keine Lust zu. Schwimmen hatten wir genug in der letzten Folge. Das muss nicht sein. Oder in den letzten Folgen. Ich weiß gar nicht, ob das nicht schon wieder die 2. Folge für euch diese Aufnahme ist. Nach meinem Fail am Anfang ist das ein bisschen zu erwarten. Oh, ein Schild. Okay. Ich würde sagen, 2 Leute unten, 2 Leute oben. Das ist schon ganz gut. Und ein Heiler hinterher. Alles klar. Static steht hier jetzt gerade nicht so toll, aber das müssen wir nächste Runde korrigieren. Viel gibt uns Deckung. Und dann können wir mit Static auch den Move hier bringen, glaube ich. Ja, passt. Was? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Na, da habe ich ja richtig Lust zu, da hinzukommen. Wie auch heißt das da? Sure.
Sure. Sure. Ohne Witz? Echt jetzt? Die macht doch im Leben keinen Damage, wenn sie da landet. Nicht ohne Seife waschen. Hä? Static heard noise from the west? Wo kommt der denn jetzt her? Was geht hier denn jetzt ab? Haben wir den vorhin echt verpasst, einfach weil der gerade sozusagen in die andere Richtung gelaufen ist? Was ist das denn für ein witziger Zufall? Ich verstehe gerade nicht, was hier vorhin anders abgelaufen ist. Fuck. 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 Fickety fuck fuck. Habe ich mir fast denken können, aber ich habe mich nicht getraut, darüber zu schießen. Guck, jetzt hört er den nicht. Jetzt ist er da auch nicht. Ist ja spannend. Das ist ja super spannend. WTF? What? Okay. Wo ist Eis? Ach, da hinten ganz. Cool. Spawnen die echt bei jedem Laden auch zufällig neu an einem neuen Ordner oder so? Kann das sein? Das wäre ja interessant. Das ist ja interessant. Dann muss der Gegner, der da unten an dieser Landzunge gestanden haben, jetzt eventuell gar nicht da sein? Aber das wäre ja auch... Hä? Wir haben doch bisher immer, wenn wir neu geladen haben, die Gegner so ungefähr an der Stelle wieder gefunden, wo sie vorher waren. Wie funktioniert denn dann das System in diesem Spiel, wo die Gegner stehen? Hä? Da bin ich jetzt gerade ein bisschen überfragt. Die wird bestimmt irgendwelche klugen Leute von euch geben, die es wissen, aber ich weiß es gerade nicht. Ivan faint splashing noise southwest. Я вижу противника. Aha. Хорошо, хорошо. Oh, schön, hast einen schwimmenden Gegner gefunden. Хорошо, хорошо. Ich würde sagen, hoffentlich zieht er da irgendwelche Wasserschlangen dadurch an. Schade. Ivan steht da jetzt leider sehr, sehr dumm wieder, weil ich mir dachte, so ein Gegner, der im Wasser schwimmt, der ist relativ hilflos und nicht schwer zu treffen. Die bewegen sich halt nicht mehr schnell, kann man ja auch nicht im Wasser. Das sind sehr statische Ziele. Da versucht er jetzt wegzukommen, ja. Das kann ich mir vorstellen, würde ich auch. Aber ich glaube, mein lieber Freund, da wo du jetzt stehst, hast du ziemlich schlechte Karten, lebendig da rauszukommen. Nee, das reicht auch mit der. Muss die nur treffen. Na, okay, geht doch. Längste Sterbeanimation ever. Gut, einer weniger. Wie auch immer. Wie auch immer, es wird nur noch schlimmer. Wir sind nämlich nicht Schwimmer. Und jetzt habe ich genug gereimt auf das Wort immer. Puh. Jetzt würde ich gerne mit Static trotzdem nochmal hier hingehen und gucken, ob wir diesen Gegner hier wieder finden. Scheinbar nicht. Ist das vielleicht der Typ gewesen? Hat der da durchs Wasser patrouilliert?
Und jetzt haben wir ihn davon abgehalten, dahin zu gehen, wo er letztes Mal war. Was für eine seltsame Patrouillenroute. Gut, vielleicht ist das in seiner Freizeit ein Hobby-Schwimmer und mag schwimmen.